Abu Dhabi, das zweitgrößte Land in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2009 findet hier erstmals ein Formel-1-Rennen auf der neu erbauten Rennstrecke statt. Jetzt sind sie alle wieder hier. Red Bull-Pilot Mark Webber hat sich vor dem Rennen die Zeit genommen, das Land ein wenig näher kennenzulernen. Neben den kulinarischen Exkursen steht natürlich auf dem Programm Kamelreiten. Ein Pflichttermin für Touristen. Wow! Nice thing. Allerdings scheint sich Mark bei 340 km/h im Formel-1-Wagen deutlich wohler zu fühlen als auf dem Rücken dieses Tieres. Keep it smooth, mate, keep it smooth. Also doch lieber wieder runter und auf was Motorisiertes umsteigen. Good work, good work, good work. Good stuff. Thank you. Watch him. Ein beliebter Zeitvertreib ist das Dünenreiten. Das Prinzip ist einfach. Geländewagen mit Allradantrieb, viel PS und Sachverstand am Lenkrad. Schon kann die etwas andere Offroad-Tour starten. Was hier nach einfacher Berg- und Talfahrt aussieht, verlangt einen sensiblen Gasfuß. Nur wer richtig beschleunigt und wieder langsamer wird, bleibt nicht im Sand stecken. Mark Webber gehört nicht zu den besten Autofahrern der Welt, um auf dem Beifahrersitz zuzuschauen. Er will selbst ran ans Steuer. Also das Hauptgewicht im Auto ist vorne, der Motor. Daher darfst du nicht zu schnell sein, sonst hüpfst du drüber, über die Kante. Oben an der Kante allerdings musst du Gas geben, sonst hängst du fest. Body of the car front. Yeah. I don't making a balance in the edge of the dunes. I have to make him down and then I stop. Weißt du was? Ich zeig dir das mal für Anfänger. Dann ist es leichter. Okay. I coming to the dunes. This is the edge of the dunes. Yeah. I have to come like this and then stop. I don't stop like, you know, like that. Like that, I get stuck. All yeah. Both there, you know, in the air. Yeah. I have to make it, you know, it's down. Chaos. Die Theorie hat der Formel-1-Pilot verstanden. Ob er auf Sand genauso viel Talent hat wie auf der Rennstrecke, das muss sich allerdings erst zeigen. Wichtigste Regel auf Sand: immer voll am Gas bleiben. Wer zögert, bleibt stecken. Aber es scheint Mark Webber gefallen zu haben. Eine willkommene Abwechslung zum Formel-1-Fahren. Wow, it was awesome. The guys are
Das war witzig mit diesen PS-starken, schweren Wagen auf diesem weichen Boden. Am kniffligsten sind tatsächlich diese soften Spitzen der Dünen. Da musste ich sehr aufpassen. Damit man nicht im falschen Winkel hängen bleibt, dann bringt die ganze Power nämlich gar nichts. Das ist ja was ganz anderes als das, was ich sonst tue. Das braucht viel Erfahrung. Aber ich habe heute viel gelernt. Der Guide hat sich echt Mühe gegeben. So ist das ja überall. Erst mit einer Menge Übung kommt Routine in die Sache. Ich bin froh, dass ich da im Rennwagen schon weiter bin. Das wird auch aufregend, denn wir starten hier ja am Tag und fahren in den Abend hinein. Das ist auch eine ganz besondere Erfahrung für die Piloten. Und ich hoffe auf ein gutes Ergebnis. Ich bin froh, hier zu sein und bei diesem Event mitzufahren. Das wird am Wochenende sicher ein sehr spektakuläres Rennen. Wir sehen uns auf der Rennstrecke. Nach dem Ausflug über die Dünen geht es weiter zu einem beliebten Hobby in den arabischen Ländern, den Falken. Mark Webber scheint es nicht so mit Tieren zu haben. Er beäugt den Vogel äußerst misstrauisch. Der Formel-1-Pilot ist froh, wenn die Fotos alle geschossen sind. Auch wenn der Falke durch seine Haube nicht sieht, ganz geheuer ist ihm die Sache nicht. Mark unterschreibt lieber Autogrammkarten für seine Fans. Auch er genießt es, das Land neben der Rennstrecke einmal kennenzulernen.